Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Rio-Folge. Seht, das ist Arne Schneider. Den lassen wir einfach so labern, weil der ist total lustig. An meiner Seite der großartige M. Standard. Ich bin euer Mr. Benno 1970 und jetzt sind wir bei Super Sports. Ich glaube, das ist von Gremlin. Ich glaube ja. Und ich glaube, das ist der inoffizielle Nachfolger von Alternative World Games, glaube ich. Also, ihr merkt, wir suchen hier nur Qualität. Also. So, wir spielen alleine. Das kennen wir aus unserem Leben. Es ist ganz hart. So. Welchen Klischeevogel soll ich denn nehmen? Ja, nimmst natürlich den Deutschen. So. Falls ihr jetzt da draußen nicht versteht, warum das Klischee ist. Einerseits gut für euch, andererseits. Lassen wir es besser. So. Ich möchte weitermachen. Ich möchte weitermachen. Ich spiele alles. Alles. Aha. Okay. Sag mir jetzt gar nichts, die Sportarten, die ich gerade gesehen habe, Die sind aber toll. Crackshot als nächstes ist gut. Ist, Wie du so gut definierst, sagen wir so. Es kommt darauf an, was deine Anforderung ist. Und jetzt können wir gleich ballern. Also. Das, was die meisten Leute aus den jeweiligen Nordstädten kennen, kann man hier jetzt auch zocken als sportliche. Ja, möchte loslegen. Ach, ich kann. Ach, ich habe eine. Ah, ich habe so eine Automatik. Okay. Das Ja, ist gut, ne? ist sehr sportlich, muss ich sagen. Ja. Ja, aber ne, man kann auch mal, man muss auch mal hier das Sportliche erkennen. Ach, der Typ geht einem wirklich auf den Geist da oben. Das lenkt ja total ab. Ja. Wenn du das spielst, wer soll denn das lesen, bitte? Das ist doch. Das tust du auch Gott sei Dank nicht. Das ist ja lustig im Multiplayer, also beziehungsweise wenn du das mit mehreren Leuten spielst, dann passiert genau das, was dann passiert. Du liest das und denkst, er kann ja nicht die Fresse halten. Warum schmeißen die mit Dosen und Flaschen und hä? Ja, da gab es noch keinen Dosenpfand, vermutlich. Ach so. Da war nicht so gut Pfand. Gold für Deutschland. So, der Devil Diving. Cool, ne? Weiß ich noch nicht. Das ist super. Bin auch noch nicht davon überzeugt, dass das gut wird. Ich merke schon, du bist gar nicht so wahnsinnig angetan von diesem Jahrhunderttitel. Ach, das, ja, natürlich. Aus 20 Metern in einen Eimer springen, ist schon klar. Geht. Wer macht das nicht? Natürlich. Gut, Joey Kelly, Drama am Morgen, aber. Auch nur wenn RTL ihn dafür bezahlt, aber. Und seine 21.000 Sponsoren. So, ach so, kann ich. Ach so, ach, ich kann verschieden. Ah, ich kann verschiedene erhöhen. Komm, erstmal. Ach, ich kann gar nicht mehr runter. Wie lustig ist das denn? Komm, dann testen wir erstmal hier. Ja, war richtig. Also das traf. Also, wie für Style. Was kannst du denn dann noch machen, außer zu versuchen, auf das Blaue zuzusteuern? Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt einfach höher gehen. Kann ich wahrscheinlich Unsinn machen. Ich gehe mal so hoch, wie geht. Das wissen wir natürlich nicht, weil es ja Briten sind, was das für ein Maß ist. Ach doch, Fuß, okay. Ja, in etwa geteilt durch drei war das, glaube ich, ne? Fuß, da wollen wir mal gucken.
Ach so, und dann kann ich hier so rumaffen. Okay. Komm. Reicht auch. So. Sei zufrieden. So Betrug. Gut, da muss man ja sowieso nach oben. Also, allein schon die ganzen Punkte zu kriegen. Ja, aber wenn du nicht ganz nach oben gehst, dann kannst du vielleicht ein bisschen genauer springen. Das Und ich kann möchte auch, sein. dass du diesen Sprung jetzt bitte daneben setzt. Wenn wir mal wissen, was dann passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Ja doch. Ist ja realistisch, das Spiel. Irgendwas muss ja passieren. Natürlich, ja, sagt der Kommentator, er ist scheiße. Na gut, das sagt er die ganze Zeit, aber. So, komm absolut hier in die Ecke. Also für Genauigkeit kriegst du schon mal gar nichts, selbst wenn du jetzt ins Wasser landest. Aber ich will ja, dass du daneben springst. Nein, ich glaube, es klappt nicht. Oh, doch. Oh, gibt's keine Punkte. Das war's. Siehste, Score ist gut, also. Jo. Warum jetzt 44 hast anstatt 40, weiß ich zwar nicht. Vier Punkte, weil, ne? Slate Smash, jetzt wird's geil. Ich glaube, jetzt kommt diese Karate-Nummer. Ist toll. Genau. Jetzt sagt er auch schon nicht mehr Space, sondern SPC. Cool, ne? Sieht mal ein bisschen nach Sumo aus. So, Slate Smash. Genau. Und stellst dich da gleich hin und machst die ganzen Dinger kaputt. Okay. Kannst den Vogel auch tot machen? Ist ja mal eine Ah, der fliegt interessante ja gleich, glaube Kiste. ich, rüber. Da! Der Mistkerl. Nee, kommst nicht ran. Boah, so war. Hier Mist. Ruhe. Klebt ja. Naja, du hast ja auch immer den blauen Gürtel, Mann. Ja gut, kann jetzt auch gefärbt sein. So, 85 ist es gut. Ah, Weltklasse. Lava, Dismal, erst damit nicht zufrieden. Ach, lass den labern. So, was kommt denn jetzt für schöne Sachen? Crossbow. Aha. Endlich mal was, was ich kenne. Ja, komm, die kennst alle Sportarten, immer ist doch klasse. So, sieht sogar fast aus wie Sport. To the Sherwood Forest, natürlich. Zur Olympic Challenge übrigens. Was für ein Quatsch. Es könnte übrigens Prinz Charles sein. Hast du deine Ohren erkannt oder was? Natürlich. So, ich möchte gerne bitte spannen. Hallo? Hallo? Darf ich vielleicht irgendwas mit dem Bogen machen? Ach du Scheiße!
mit Rappeln den Bogen spannen? Macht Sinn. Und dann als Deutscher natürlich eine Bombe einlegen, ist klar. Kein Pfeil. Das kein Zeichen ist. Ja, muss auch ein bisschen auf den Wind gucken. Ich bin froh, dass ich erstmal hier den Bogen spannen kann. Und nicht überspannen. Ja, ist jetzt echt vorbei. Alter, ist das eine Folter. Es hätte ein... ja, danke. Ja, erster ist doch gut. Gebe ich die Pickelhaue ab. Water Assault Course. Hört sich bestimmt total gut an. Ist das jetzt hier wie Pogo Stick bei Alternative World Games? Bestimmt gut. Das kann nur gut sein. Ja, oder was mit U-Booten? Du Optimist. Ja, genau. Hazards, genau. Alle möglichen Gegenstände, genau. Ja, mache ich. Okay, Luft ist klar. Ach so, dabei noch was einsammeln ist klar. Was ich auch nicht so einsammeln kann. Warum kann ich das denn nicht so einsammeln? Ah, so kann ich das noch einsammeln. Ah. Wieso kann ich jetzt durch den Reifen nicht schwimmen? Hat das auch irgendeinen Sinn? Vielleicht galt das als durch den Reifen geschwommen. Das war technisch nicht anders zu machen. Ah, Minen ist natürlich auch gut. Vielleicht werde ich hier Kampftaucher oder so. Aber merkst schon, das ist faszinierend, ne? Also, ja, siehste! Ich glaube, dafür hast du jetzt irgendwas bekommen. Bin mir nicht ganz sicher. Er ist auf jeden Fall total ausgeflippt, unser Moderator. Na komm, nochmal! Musst du, glaube ich, irgendwie einen speziellen Winkel machen. Ist klar, ist ja auch schwierig, so ein Reifen. Vor allem, wenn der Spieler so mini ist, ist das bestimmt total schwierig. So, oh Gott, Octopussy. Nein. Schon Ziel? Also zufrieden. Tja, natürlich. Spiele sind vorbei. Wie ärgerlich. Gott, war das großartig. Ja, aber es ist schön, dass er merkt als einziger Teilnehmer, dass er gewonnen hat. Mit einer schrecklichen Score natürlich. Gewonnen ist gewonnen. Ist ja nur neidisch. Auf was Arnie Schneider wohl eine Anspielung sein könnte. Komme ich nie drauf. Komm ich nicht mehr auf. Egal. Get to the shopper. Ja, er hat das Kinn eines anderen, ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das auch?